jeweils eine Seite gleichzeitig an. Dann die Mittelstützstangen werden zuletzt eingesetzt. Wo sind die denn jetzt? Nein, das weiß ich auch nicht. Vielleicht die gelben hier, oder? Kleinen Moment. So, jetzt. Na, was habe ich gesagt? Toll, Heinz. Das ist ja ein richtiger Bungalow. Ah. Da hast du wirklich was Tolles gekauft. Hey, Patti, blöd war das sowas. Mann, Papi, komm, bitte. Ja, oh, nicht gleich kaputt. So viel Platz. Ja, Platz ist wirklich genug. Willst du nicht doch mit uns kommen? Nein, beim Pfadfindern schlafe ich ja auf dem Zelt. Biene, schau doch mal. Du kriegst sogar ein eigenes Zimmer. Kann ich drauf verzichten. So, manche haben das nicht mal zu Hause. Fertig, Herr Doktor. Ich glaube, dies hier, das kann alles weg. Ich sehe es später noch mal durch. Sie sind eine Perle, Frau Biel. Mein gutes Gewissen, mein gutes Gedächtnis. Aber jetzt wollen wir erstmal Urlaub machen. Hoffentlich spannen Sie auch mal richtig aus. Und wie? Geht denn das überhaupt in so einem Zelt? Zelt, wie Sie das sagen. Das ist ein großes Hauszelt. Ganz neu und mit allem Komfort. Na schön, wenn Sie es mögen. Aber das macht doch Spaß, Herr Doktor. Das ist doch mal ganz was anderes. Ich gehe lieber ins Hotel. Mich überreden Sie nicht. Ein Zuschuss. Damit Sie nicht auch noch kochen müssen in Ihrem Zelt. Herr Doktor, so viel? Na, das haben Sie doch verdient. Redlich. Und sprechen Sie noch mal mit Ihrem Mann. Davon will der doch gar nichts wissen. Ganztags arbeiten. Sie wissen doch, wie er ist. Und er hat ja auch recht. Berti muss erst noch ein bisschen älter sein. Im nächsten Jahr vielleicht. Mama, die Dauerwurst. Hast du die Dauerwurst eingepackt? Ja, doch. Und auch die warme Unterhose. Quatsch, warme Unterhose im Sommer. Die lässt du jetzt drin. Nachts, wenn ihr zeltet. Wenn es regnet, gehen wir sowieso meistens in die Jugendherberge. Mann, mein Ausweis. Den hast du doch in deinen Brustbeutel gesteckt. Muss ich gleich mal checken. Oh Gott, der nervt mal wieder. Hörst du? Und nicht ins Höschen machen. Ticke! Jetzt ist Urlaub. Komm, Biene, jetzt mach doch nicht so ein Gesicht. Ach Mensch, wenn ich mir das vorstelle. Mit Papi und Mami nach Italien. Gabi darf auch mit nach Frankreich, die ganze Clique. Jetzt fang doch nicht schon wieder von vorne an. Bloß, weil ich noch von euch abhängig bin. Himmel, abhängig. Der Berti darf ja auch alleine. Also mit den Pfadfindern ist ganz was anderes. Und Papa will das nun mal so. Ja, Papa ist von vorgestern. Aber nächstes Jahr, da bin ich volljährig. Ja, ich weiß. Dann ist Schluss mit dem Terror. Ach, lass mal Biene, das wird schon. Und haben in Anbetracht dieser Qualitätsmängel an einer weiteren Geschäftsverbindung kein Interesse. Punkt. Mit vorzüglicher und so weiter und so weiter. Das können die Herren sich da mal hinter den Spiegel stecken. Und das war der letzte Brief vor dem Urlaub. Ihr Urlaub, Herr Rehn. Ich muss hier noch weiter schwitzen. Wenn ich wiederkomme, sind Sie weg. Schade. Sie bitten schon was anderes. Vielleicht was Besseres. Das kann man nie wissen, Frau Hillmeier. Wollen Sie es sich nicht doch noch mal überlegen? Ich möchte nicht hierbleiben. Mir ist was schiefgegangen, privat. Hamburg, ausgerechnet diese kalte Küche. Wieso? In Hamburg ist doch was los. Da kann man ans Meer fahren. Jetzt sind Sie endlich da. Wer ist da? Die Teppiche, kurz vor Feierabend. Und der Fahrer hat natürlich Hummeln im Hintern. Er müsste schon längst wieder weg sein, sagt er. Eine Auffassung haben die. Demnächst müssen wir den Kram noch selber holen, zum doppelten Preis. Na ja, Kamera, ich komme gleich mal mit. Ah, Skin, Kamera! Endlich, Heinz. Ich bin schon fast mit Packen fertig. Stell dir vor, der Doktor... Was ist denn? Ist was mit dem Auto? Reg dich nicht auf, ist ja nichts passiert. Bloß der Kamera, der hat sich ein Bein gebrochen. Ach, Gott sei Dank. Wieso Gott sei Dank?
Da ist gar nichts mit, Gott sei Dank. Der Kammacher liegt im Krankenhaus. Ja, natürlich. Ich dachte ja auch bloß. Ist es schlimm? Na klar ist es schlimm. Jetzt kann ich nicht weg. Himmel. Der Borowski ist im Urlaub, der Sonnemann auch. Jetzt muss ich natürlich die Stellung halten. Wer sagt denn das? Ich habe gleich angerufen in der Zentrale. Der Müller hat mich direkt angefleht, dass ich da bleibe. Der hat Nerven. Die haben einfach keinen jetzt während der Urlaubszeit. Und Mo? Mo könnte doch... Das ist unmöglich. Aber... Da gibt es kein Aber, Lotti, schließlich bin ich Geschäftsführer. Da hat man auch Verantwortung. In 14 Tagen kommen Borowski und Sonnemann wieder. Dann können wir fahren. Ja, aber das geht doch gar nicht. In 3 Wochen machen wir doch die Praxis wieder auf. Ich hab's ja einmal gesagt. Da haben wir den Salat. Hans, jetzt fang doch nicht schon wieder an. Nicht mal zur selben Zeit Urlaub. Also wenn ich nicht arbeiten würde. Wir haben doch extra das schöne neue Zelt gekauft. Und den ganzen anderen Kram. Spaghetti-Sieb. Ich hab mich doch auch gefreut, Lotti. So mit Diana Adria. Naja, die gibt's ja nächstes Jahr auch noch. Nächstes Jahr. Und wir haben ja unseren Garten. Da ist es auch schön. Also, ciao, Oliver. Und danke fürs Herfahren. Wenn du wieder da bist, hab ich den neuen Ofen. Das wird eine Schau. Dann kauf dir mal auch einen guten Sturzhelm, ne? Dann drehen wir erst mal ein paar Runden. Ich muss rein, Oliver. Sag mal, spinnst du? Nun sei doch nicht so. Wirklich, du machst mich echt an. Ja? Was gibt's denn daran zu lachen? Ach, Oliver, ich weiß nicht, wir kennen uns doch schon so lange. Du stehst wohl nicht auf Männer, wie? Männer? Lesbe. Guten Abend, ist ein bisschen spät geworden. Ein bisschen? Bei mir ist es 11. Ach, Papa, der erste Ferientag. Was ist mit euch los? Seid ihr schon fertig mit Packen? Wir brauchen nicht zu packen. Wieso? Papa kann nicht fahren. Kammacher hat sich ein Bein gebrochen. So ein Chaos. Eigentlich könnte ich doch dann mit den anderen nach Frankreich fahren. Kommt gar nicht in Frage. Sag mal, Papa, was denkst du dir überhaupt? Dass die Typen gleich über mich herfallen, oder was? Ich denke gar nichts, du bleibst hier. Das ist mal wieder stark. Die ganzen Ferien zu Hause hocken. Das muss ich doch auch, Sabine. Naja, du bist ja auch schon älter. Ach, glaubst du, da freut man sich nicht mehr? Älter. Was hat denn das damit zu tun? Ich wäre auch gern weggefahren. Am Meer liegen. Und die Sonne. Abends mal draußen sitzen. Du, Mama, wir beide könnten doch. Klar, wir beide. Eber hier rumhängen und vergammeln. Red doch keinen Quatsch. Wieso Quatsch? Das ist doch kein Quatsch. Mama, die arbeitet so viel. Allein losfahren nach Italien. Noch dazu mit deinem Auto. Was willst du denn? Mein Auto ist ganz glatt durch den TÜV gekommen. Aber ich habe hier sowieso keinen Dachträger. Nein, Dachträger, den kann man doch noch besorgen. Allein nach Italien. Ihr könnt ja nicht mal Reifen wechseln. Mann, das kann man doch lernen. Und Mama, die braucht Erholung. Sie soll unbedingt schwimmen. Schwimmen kann man bei uns auch. Papa, wenn sie jetzt hier bleibt, dann muckst sie ja sowieso wieder den ganzen Tag rum. Du sag doch auch mal was, Mama. Tja, ich weiß wirklich nicht. Was meinst du denn, Heinz? Ich gehe jetzt ins Bett. Lotti? Hm. Möchtest du das denn? Was? Was Sabine gesagt hat, dass ihr beide... Warum fragst du? Ach, ich hab mal darüber nachgedacht. Ich finde ja auch, dass du Urlaub brauchst. Meinst du das wirklich, Heinz? Das ist doch so. Weißt du, wenn ihr wieder da seid, dann hast du doch noch ein paar Tage Urlaub. Dann könnten wir beide ja noch ein bisschen losfahren. Wir beide ganz allein. Irgendwohin, wo schön ist. Hm? Wirklich? Musik.
Becher. Nach Art des Hauses. Wäre das was? Wird das nicht zu teuer? Wir haben es doch. Weißt du, in meinem ganzen Leben, wir möchten gerne noch zwei Eisbecher. Die da, nach Art des Hauses. Nach Art des Hauses. Das wäre jetzt was für Bert. Nein, wirklich, in meinem ganzen Leben bin ich noch nie so alleine weggefahren. Hm. Erst doch immer mit den Eltern, dann mit Papa. Und jetzt mit mir. Aber das ist ganz was anderes. Von dir kriege ich doch nicht dauernd gesagt, was ich zu machen habe. Lotti macht jetzt dies oder Lotti macht das. Nein, bei uns ist es umgekehrt. Nein, wirklich, du, das ist ganz komisch. So ein Gefühl von Unabhängigkeit. Bitte? Oh, danke schön. Ich kann das... Jetzt mach doch mal deinen Blusenknopf zu. Ach, Mama. Wirklich, man kann dir bis auf den Bauchnabel gucken. Ach, ist mal wieder stark. Preise sind das. Das ist ja der glatte Ruin. Wo kommt der denn her? Den habe ich gebacken. Selbst gebacken? Etwa für mich? Warum sollte man für einen netten Chef nicht mal einen Kuchen backen? Bin ich ein netter Chef? Hm, doch. Verglichen mit anderen? Ausgezeichnet. Ein Jammer, dass Sie nach Hamburg gehen. Du, Mama, das rote Ding muss in die Erde rein. Wir müssen das umdrehen. Stimmt, Papa hat uns das doch alles hier markiert. So, das muss jetzt hier rein. So. Ja. Lass mal so, das hält so. Jetzt schon. Und jetzt das da rein? Treten einmal Schwierigkeiten auf. Überzeugen Sie sich von dem Grund und entfernen Sie ihn schnell. So, ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Gut. Ja. Haben wir. Ja, nu, was haben wir denn da? Zwei Damen so ganz alleine? Na, da packt einen ja das Mitleid. Du, lass den Papa Braun mal dran. Das ist da ja kein Problem für so einen alten Hasen. Na, das steht doch auch ganz schief. Das, kann das, ja, das ist doch ganz... Hey! Rabum, da fiel die Lampe um. Keine Aufregung, das haben wir in Kürze. Na ja, nu, das... Also, die das Spannung ist, ja? Des Zeltes muss laufend... korrigiert werden, besonders bei Feuchtigkeit. Das ist ja ganz klar, aber was da drin steht, glauben Sie mir, ich kenne mich da Moment aus. Mal, Herr Braun. Das ist ja nicht ich kenne das System. Was ist das bloß hier? Das ist ja kein System. Das jetzt. Ist. Ah, halten Sie das doch mal. Ja, das ist schon gut. So. Na bitte, war da ja kein Problem. Vielen Dank. Allein hätten wir das nie hingekriegt. Ja, ich sag ja immer, manchmal sind wir Männer ja doch noch zu weit gut, wa? Wo kommen Sie denn her? Aus der Nähe von Frankfurt. Frankfurt, ey, die Hesse-Mädchen, die sind auch überall, gell? Ich bin ja Berliner. Meine Frau leider nicht. Also Braun ist mein Name. Nicht schwarz, nicht weiß, nein, Braun. Wir heißen Riel. Das ist meine Tochter Sabine. Ha? Flottes Bienchen, wa? Kennt man. Ja, nun kennen Sie ja schon die halbe Nachbarschaft hier. Sie waren wirklich sehr nett. Vielen Dank. Aber ich bitte Sie, man freut sich hier direkt, wenn man mal was zu tun kriegt. Nicht? Wer rastet, der rostet ja. Sie haben doch sicher Durst, ne? Oh, ja. Einfach Minerale. Oh, danke schön. Also ich muss, also ganz ohne, ich muss sagen, wie ich das wieder hingekriegt habe, ich staune wirklich. Ah, oh, das tut gut. Ich war schon völlig ausgedörrt. Du auch? Kurt, kommst du? Das Essen ist fertig. Die Chefin ruft. Aber heute Abend kommen Sie zu uns rüber, da gibt's dann einen kleinen Begrüßungstrunk, wa? Aber kein Aqua. Mann, das ist vielleicht eine Frohnatur. Hübsch hier, nicht? Bisschen voll, wie beim Berufsverkehr. Ist doch egal. Platz haben wir doch zu Hause. Sag mal, muss ich nachher wirklich noch mit rüber zu den Typen? Das ist doch ganz nett, wenn man ein paar Leute kennenlernt. Na, ich weiß nicht, Papa Braun.
sehe mich noch ein bisschen um, Mama. Ja, aber wir wollten doch hier zu... Ach, muss ich denn wirklich noch mit rüber? Geh doch allein. Allein? Die werden nicht gleich eine Orgie starten. Na, was soll ich euch sagen? Da legt sich doch dieser Knilch tatsächlich in den Schatten von meinem Sonnenschirm. Gut, da kommt sie. Oh ja, jawoll. Emma hereinspaziert, junge Frau. Guten Abend. Darf ich mal vorstellen, das ist unsere neue Nachbarin, Frau Rieke. Riel. Natürlich, sag ich ja. Und das ist meine bessere Hälfte, das sind die Krügers. Das ist aber nett, dass Sie gekommen sind, Frau Riel. Nehmen Sie doch Platz. Und jetzt gibt's auch gleich den Vino von Signor Tino. Oh, give me a home where the buffaloes roam, where the deer and the antelope lay. Da 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 da. Vorhin war da so eine Schlange am Telefon. Der wird sich wundern, dass wir überhaupt hier lebend angekommen sind. Ja. Sagen Sie ihm, er soll sich bloß keine Sorgen machen. Wir beschützen Sie. Oh, Abend. Den da beschützen wir auch schon. Vielleicht sind Sie gar nicht Herr Braun. Vielleicht sind Sie ein Schutzengelchen. Ja. Das stimmt, er hat sich nur verkleidet. Ich freue mich, dass Sie uns die Ehre gegeben haben und es soll uns eine Ehre sein, Sie nicht zu enttäuschen. Also bleiben wir lieber unter einem Dach und begnügen wir uns mit dem Ausblick. Hallo? Ja, Lotti! Na, das freut mich aber. Wieso? Ich hab doch nicht schwarz gesehen. Nein, ich sehe fern. Was? Noch nicht gebadet? Na, dann aber mal los. Nein, Berti hat dich angerufen. Lotti, hörst du noch? Ist alles in Ordnung mit dem Auto? Du musst aufs Öl achten, hörst du? Öl! Öl, Lotti! Hallo! Hallo! Guten Morgen. Sind Sie etwa auch früh aufstehen? Ja, leider. Die Kinder müssen zur Schule, da bin ich drauf programmiert. Das ist doch gut. Die meisten Leute wissen doch gar nicht, wie schön das morgens am Meer ist. Wenn Sie einen Moment warten, dann komme ich gleich mit. Gerne. Das hier muss man nämlich früh machen, bevor alles rumtrampelt und Staub aufwirbelt. War das schön. An was denken Sie? Warum? Ich habe gerade gedacht, schade, dass mein Mann das jetzt nicht sieht. Steht ihr auch so früh auf? Überhaupt nicht. Urlaub heißt für den lange schlafen. Wissen Sie, was ich jetzt möchte? Hm? Einen Cappuccino. Wie geht's bei Tino an der Bar?
Tino. Vino Cappuccino. Dass mein Mann uns so losgeschickt hat, die Sabine und mich, das ist wirklich ein Wunder. Aber Ihnen macht das Spaß. Ja. Warum haben Sie denn dann ein schlechtes Gewissen? Habe ich das? Na, weil Sie dauernd von Ihrem Mann reden. Sind Sie verheiratet? Was sonst? Meine Frau mag kein Camping, ich kein Hotel, da fahren wir eben getrennt. Aha. Ja, finden Sie das so sensationell? Wenn man das ganze Jahr zusammenhockt, da tut das doch ganz gut. Mhm. Möchten Sie noch einen Cappuccino? Gerne. Tino, due Cappuccini, per favore. Wenn ich im Sommer meinen alten Campingbus raushole, da fühle ich mich gleich um 20 Jahre jünger. 20 Jahre? Davon merkt man bei mir aber noch nichts. Aber vielleicht haben Sie recht. Ja, wenn Sie jetzt mit Ihrem Mann hier an der Bar stünden, worüber würden Sie denn dann reden? Über die Kinder und die Ölrechnung. Hier würden wir überhaupt nicht stehen. Wir würden unseren Kaffee selber kochen. Diese Hetzerei jeden Morgen beim Aufstehen. Ich bin das einfach nicht gewohnt. Ein richtiger Ehekrüppel. Haben Sie denn wenigstens gefrühstückt? Ach, gefrühstückt. Oh, warten Sie, ich mache Ihnen einen Kaffee. Kuchen ist ja auch noch da. Also, Frau Hillmeier, morgen, da bringe ich mal was mit. Wurst und Käse. Sie sind wohl nicht so für Süße. Nicht immer. Sagen Sie, wenn man Reis kocht, tut man den ins kalte Wasser oder? Da hat jeder so seine eigene Methode. Wollen Sie den kochen? Meine Frau hat Gulasch eingefroren. Dazu macht man auch Reis, oder? Die Bauernküchen sind angekommen. Und draußen steht ein Kunde mit einer Reklamation, Chef. Der ist unheimlich geladen. Oh, weia. Ich komme gleich, Roland. Nachher müssen wir noch mal über den Reis reden, Frau Hellmeier. Gut, Herr. Kreuzworträtsel fertig? Nee, nicht ganz. Schmuck an gotischer Kirche. Zweite Buchstabe ist ein O. Rose. Das runde, bunte Glasfenster über die Portale. Tatsächlich. Ja, dann ist der Tanz runter, Rumba. Wollen Sie nicht Ihren Kopf mal schonen, was für Ihre Beine tun? Schwimmen? Nein, spazieren gehen. Kommen Sie doch mit. Kommst du mit ins Wasser? Zu faul. Ach komm. Nee. Komm. Rennen Sie doch nicht so! Schrecklich, das habe ich so drin, wie Sie das früher aufstehen. Was machen Sie eigentlich beruflich, meine ich? Ingenieur, Maschinenbau. Macht Ihnen das Spaß? Spaß. Früher, da wollte ich immer Lehrer werden, aber da würde ich heute wahrscheinlich sagen, Ingenieur, das wäre besser gewesen. Und Sie? Ich arbeite als Sprechstundenhilfe, halbtags. Wir haben hier noch den Bertie, der ist jetzt 11. Das bei dem Doktor, das macht mir wahnsinnigen Spaß. Ich habe mich emanzipiert, wie meine Tochter sagt. Wirklich? Also ich weiß auch nicht, wie die jungen Frauen das machen. Bei mir, also mit meinem Auto zum Beispiel, das ist mein eigenes Auto, von mir bezahlt. Das heißt eigentlich von meiner Tante bezahlt, von der habe ich das Geld geerbt. Und dieser Mensch hat ausdrücklich 4 Lotten für ein Auto. Gut, ne? Wie bin ich eigentlich drauf gekommen? Sie wollten mir erzählen, wie Sie sich emanzipiert haben. Auto und Emanzipation. So, ja, weiß schon. Also, wenn da mal was passieren würde, Lackschaden oder so, wissen Sie, dass jemand gleich denken würde? Ich würde immer gleich denken, Himmel, mein Mann. Ja, ja, Sie lachen, Sie sind ja selber ein Mann. So weit bin ich noch nie rausgeschwommen. Ach, ich immer. So im Wasser, da vergesse ich einfach alles. Und wenn mal ein Hai kommt? Daran denke ich nicht. Gibt's hier denn welche? Keine Ahnung. Und wenn? Sag mal, denkst du immer gleich an Hai, wenn's mal schön ist? Nein. Bei uns in der Frankfurter Gegend gibt's ja keine. Bei euch in Bayern auch nicht. Ach, hast du eine Ahnung?
da an unseren Lateintalker denke, an dieser miese Typ in Biologie, der hat mit den Fischen. Der behandelt Fische wie Menschen und Menschen wie Fische. Du bist aber ganz schön sauer. Sie haben mich auch durchfallen lassen. Ach nee, zum ersten Mal? Eigentlich wollte ich ja mit ein paar Freunden nach Schottland. Dann hocke ich hier mit meinen Eltern. Jeden Tag Latein lernen für diese beschissene Nachprüfung. So ein Chaos. Ich finde Latein gar nicht so übel. Manchmal, da bin ich so geschafft, wenn ich dann noch meine Mutter höre. Tom, das Abitur. Denk doch an das Abitur. Du, hör mal auf mit der Buddelei. Manchmal, da könnte von mir aus ruhig ein Hai kommen. Du, wenn du willst. Ich meine, wenn du Lust hast. Was denn? Lerne ich ein bisschen mit dir. Ich bin echt gut in Latein. Abfragen und erklären. Weißt du, dass du eine Stupsnase hast? Findest du das blöd? Du stießt die Gabel rein und dann drehst du die Dinger. Sag mal, woher kannst du das eigentlich? Bei uns gibt's doch nie Spaghetti. Weil Papa die nicht mag. Ja. Sag mal, vermisst du ihn eigentlich? Doch. Schon. Manchmal. Manchmal ist nicht viel. Ich finde das ja selber komisch. Aber irgendwie habe ich mich ein bisschen abgesetzt. Momentan jedenfalls. Red weiter. Wenn wir schon mal miteinander reden. Ich kann es gar nicht so richtig erklären. Ich fühle mich so leicht. So was Ähnliches hast du schon mal gesagt. Und ich genieße das so. Es ist ja auch nur momentan. Aber wenn ich morgens im Meer schwimme und danach meinen Cappuccino trinke. Tust du das? Jeden Morgen. Du schläfst dann ja noch. Und wenn Papa hier wäre, würde ich auch nie so früh aufstehen, weil ich ihn nicht wecken will. Und dann würden wir erst mal frühstücken. Und kochen müsste ich doch auch viel mehr. Und wenn ich nachts so lange wegbleibe, auweia. Du, damit hätte Papa aber... Ach, Mama, jetzt hör aber auf. Ich bin auch gern frei. Ja, ist ja auch nur momentan. Aber irgendwie braucht der Mensch das mal. Und dann habe ich das ganze aufgetaute Zeug in einen Topf geschmissen. Alles durcheinander? Gulasch, Bohnen, Rouladen, alles durcheinander? Alles. Und jetzt lachen Sie auch noch. Also, wenn ich mir das vorstelle. Das haben Sie dann gegessen? Guten Morgen, am Morgen. Ich erzähle gerade, was mir gestern passiert ist. Morgens, da ist eine Sicherung durchgebrannt. Und ich war so in Eil und habe gedacht, das reparierst du abends. Und habe nicht an den Kühlschrank gedacht. Ach, so dickes Eil und dann? Das ganze eingefrorene Zeug im Eisfach ist aufgetaut. Ich habe mal die elektrische Eisenbahn nicht abgeschaltet. Die ist drei Tage im Kreis von mir gefahren. Naja, aufgetaut ist halb so schlimm. Hauptsache, das Haus steht noch. Ein Gemütsmensch. Also den Rest, den müssen Sie wegschmeißen. Gerade Bohnen, wenn die mal eingefroren waren. Ist Ihnen denn nicht schlecht geworden von dem ganzen Mischmasch? Ich weiß nicht. Dann haben Sie heute Abend ja gar nichts zu essen. Ich kann ja irgendwo hingehen. Ich alle Stricke reißen, ich kann ja mal was für Sie kochen. Ach, das geht doch nicht. Warum nicht? Kochen ist mein Hobby. Besonders für Gäste. Wissen Sie, immer so allein am Tisch hocken, da wird man ganz trübsinnig. Wahrscheinlich geht's meiner Frau jetzt genauso. Also da würde ich mir keine Sorgen machen. Ist doch lustig, so mit der Tochter loszuziehen. Also wenn Sie wirklich... Vielen Dank, Frau Hillmeier. Was zu trinken bringe ich aber mit. Che costa? 6.000 lire. Sabine, kommst du mal her? Sag mal, Thomas, du spinnst wohl. Wieso denn? Gefällt es dir nicht? Doch, unheimlich gut. Mir auch. Mir gefällt alles. Ich find's so schön hier. Ist viel schöner als in Schottland. Und wenn ein Hai kommt? Dann brüll ich. So. Ah! Hör auf, du Irrer. Er ist doch schon weg. Merkt ihr das? Hi, hauen ab, wenn man... Das war wirklich eine gute Idee, Frau Hillmeier. Schmeckt's? Und wie? Ist doch was anderes als quer durch das Gefrierfach. Was einem aber auch so alles passiert. Schön, dass wir uns mal ein bisschen besser kennenlernen. Das finde ich auch. Wo wir schon so lange in einem Büro sitzen. Und da kommt sowas wie diese Sicherung.
der Geschäftsführer vor Ihnen, der war furchtbar. Überhaupt nichts Menschliches. Beim kleinsten Anlass hat der gebrüllt. So? Aber Sie geben doch gar keinen Anlass. Wenn einer brüllen will. Sie sind eben nicht so. Bei Ihnen habe ich gleich gewusst, der ist okay. Wirklich? Das ging ja auch ganz gut mit uns beiden. Wirklich ganz hervorragend. Sie sind eine sehr nette Frau, Heidi. Sie sollten wieder heiraten. Wissen Sie wen für mich? Bis morgen. Bis morgen. Gute Nacht, Stupsnase. Aber die kochen doch ganz ausgezeichnet, die Italiener. Ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Basilikum, ein bisschen Salbei. Was ist denn daran so komisch? Das erinnert mich so an eine Nachbarin, die ich mal hatte. Die redete wirklich immer nur vom Kochen, was sie gekocht hat und wie sie gekocht hat. Da habe ich ein bisschen Salz dran getan und ein kleines bisschen Maggi und natürlich ein Schüsschen Wein und drei kleine Nelken und eine Prise Pfeffer. Ach ja, und ihren Kaffee hat sie natürlich nur mit einer Spur Kakao gekocht und einem winzigen Schüsschen Rum und dazu ein halbes kleines winziges Stückchen Würfelzucker. Hallo Mama. Oh, Biene. Mach das so normal, das war echt komisch. Ja, gehört das denn nicht zum Familienrepertoire? Ich hab gar nicht gewusst, dass sie so sein kann. Nun kommen Sie doch her, Bienchen, und setzen Sie sich. Was macht denn Ihr Schatz gleich? Kriegen Sie auch ein Vino. Wissen Sie eigentlich, was für eine reizende Mutter Sie haben? Mama, wie findest du eigentlich Thomas? Nett. Der ist ganz anders als die meisten. Biene, können wir nicht morgen? Ich bin so müde. Mama, wenn ich dich danach fragen würde, würdest du mir die Pille geben? Was? Die Pille? Bist du verrückt geworden? Wieso ist man verrückt, wenn man die Pille braucht? Himmel, die Pille? Du bist doch erst 17. Andere aus meiner Klasse, die haben die schon längst... Die gehen mich nichts an, aber du... Du bist meine Tochter und mein Eigentum und darüber bestimme ich. Himmel, jetzt verdreh doch nicht alles. Das ist doch ein Schritt. Oh Gott, ich höre die Glocken läuten. Kannst du es denn nicht verstehen, Mama? Du kennst ihn doch kaum. Warte doch noch. Worauf? Auf einen, den ich nur halb so mag? Mama. Dieses verdammte Zeug, wenn du Pech hast, dann ist dir erstmal hundeschlecht. Du willst mir ja bloß Bange machen. Gar nicht. Ich denke, du verstehst was von Chemie. Da passiert doch was in deinem Körper. Nimmst du sie denn nicht? Ach, bei mir. Brauchst du sie denn überhaupt noch? Ich meine, du und Papa. Jetzt hör aber auf. Sei doch nicht immer so verklemmt, Mama. Also das bin ich doch überhaupt nicht. Die Pille. Mit 17. Soll ich mit 17 ein Kind kriegen? Früher haben die Leute auch nicht pausenlos Kinder gekriegt. Ich will ja noch gar nicht anfangen. Nicht morgen oder übermorgen. Ich will ja bloß wissen, wenn ich sie wirklich brauche, kann ich denn zu dir kommen, Mama? Ja, natürlich. Wenn es sein muss. Das war ganz komisch.
als ich den Führerschein gemacht habe und dann auch noch Geld verdient, da war der richtig angewepst. Der hat nicht eher Ruhe gegeben, bis er endlich die Stelle als Geschäftsführer hatte. Sogar einen Kursus hat er noch gemacht. Das hat mich richtig gefreut. Mein Mann, der versteht nämlich was, der hat sich nur nicht getraut. Und weil Sie sich getraut haben? Sabine nennt das gegen Anstinken. Da sind Sie also ganz glücklich mit Ihrem Mann. Glücklich? Ach, ich weiß nicht, das ist so ein Wort. Ja, das sind alles nur Worte. Glücklich. Bei uns hat jeder so viel zu tun. Kinder, Beruf, Haushalt, Untergarten. Aber man gehört eben zusammen, da denkt man schon gar nicht mehr darüber nach. Eigentlich schön. Ich weiß nicht, vielleicht braucht man sich auch bloß. Hört sich das jetzt schlimm an? Nein, überhaupt nicht. Meine Frau und ich, unser Sohn ist schon groß. Bei uns ist jeder ein eigener Verein. Wir haben sogar zwei Fernseher. Schön ist das hier. Und alles so alt. Wer den wohl schon alles in der Hand gehalten hat. Steine streicheln. Da kann man ja direkt neidisch werden. Da. Zum Andenken. Danke. Ah, oh, die Sonne. Wie jung sie jetzt aussehen. So jung wie die Steine. Viel jünger. Viel weicher. Ich bin fast 20 Jahre verheiratet. Und es ist so lange her, dass Ihnen jemand was Hübsches gesagt hat. Also so ist es ja nun auch wieder nicht. Sie wissen gar nicht, wie nett Sie sind, Lotteria. Im Urlaub kann man leicht nett sein. Sie sind sicher zu Hause auch nicht so nett wie hier. Da müssen Sie mal meine Frau fragen. Geht sie morgen Abend mit mir tanzen? Tanzen? Keine Angst. Die sämtlichen Braun sind dabei. Schau mal, so eins meine ich. Hübsch, nicht? Mhm. Und gar nicht teuer. Passt mir genau. Dann nimmst du doch. Wirklich? Haben wir denn so viel Geld? Immer noch das von meinem Chef. Danke. Ob da auch was für mich wäre? Willst du denn auch eins? Warum denn nicht? Wie findest du das? Ist ja beinahe wie meins. Na und? In Größe 40? Ich nehme das. Heute gehe ich mit der Braunklique tanzen, da brauche ich was. Tanzen? Ja, ins Rio del Sol. Komm doch mit. Prego, Signor. Pagare. Aber ich weiß nicht, zu solchem Seniorenball. Was Papa wohl dazu sagen wird? Zu dem Kleid? Dass du tanzen gehst. Wieso? Papa kann das ruhig wissen. Klar ist ja schön. Wenn man so draußen ist, ist alles ganz anders. Ein bisschen öfter mal Wochenende wäre nicht schlecht. Meine Damen und Herren, wir nähern uns jetzt dem berühmten Loreley-Felsen, dem Heinrich Heine sein unsterbliches Lied gewidmet hat. Einen der Höhepunkte dieser Fahrt. Was die alles so machen, sogar im Gesangverein. Ach, und Montag sitzen wir dann wieder im Büro. Du sagst, so schlimm ist das doch auch nicht. Ach, immer dasselbe. Jeden Morgen aufstehen, losrennen und tippen. Wer weiß, wie das in Hamburg wird. Ich denke, du freust dich auf Hamburg. Man weiß ja nie. Manchmal
Was ist denn heute los mit dir, Heidi? Manchmal wäre ich am liebsten hier geblieben. Geht das denn noch? Vielleicht. Ach, ich glaube, ich habe alles falsch gemacht. So ist das nun mal, Heidi. Jeder will immer gerade das haben, was er nicht hat. Es gibt so ein Sprichwort, ein russisches, glaube ich. Es ist überall schön, wo ich nicht bin. Oder so ähnlich. Hast einen ganz schönen Schreck gekriegt, ne? Warum? Weil ich das von mir bleiben gesagt habe. Ach, du bist ja nicht der erste Mann für mich, der verheiratet ist. Und immer so Nebenfrau sein. Keine Angst. Hamburg ist sicher. Du, jetzt trink mal eine Flasche Sekt. Sekt? Ich spendiere ihn. Tragen, bringen. Thomas, tragen, bringen. Ferre, ferro, tuli, latus. Richtig. Wegbringen, rauben, gewinnen. Auferre, auferro, austuli, aulatus. Nein, nicht austuli, abstuli, ablatus. Scheiß Latus. Mensch, Thomas, ich denke, du hast es gelernt. Komm, wir gehen lieber schwimmen. Aber du musst das doch können. Also entweder wir lernen jetzt oder... Lieber oder. Mensch, du hast vielleicht eine Einstellung. Ich will ja auch nicht Chemie studieren wie du. Es gibt sowieso viel zu viel Chemie. Ich bin für die Grünen. Und was willst du da machen? Ziegen hüten? Lieber gammeln. Spinner. Wir fahren irgendwo hin. Nach Indien oder zum Himalaya. Ja. Wo willst du hin? Hier bleiben und du sollst lernen. Du hast es wirklich gut. Du weißt, was du willst. Na und? Muss man doch auch. Muss man, muss man. Du redest wie die Berufsberatung. Wenn ich es aber noch nicht weiß, sowas kann man doch nicht in einen reinpumpen. Vielleicht weiß ich das erst in 2 Jahren oder in 5. Oh Gott. Vielleicht mache ich vorher noch was ganz Verkehrtes. Es gibt eben solche wie dich und solche wie mich. Mhm. Aber zusammen ist es doch sehr schön. Siehst du? Mhm. Du, Thomas. Ja? Ich mache mir Sorgen um meine Mutter. Deine Mutter? Die flippt hier noch aus. Wieso denn das? Die zieht plötzlich durch die Gegend und kauft sich so komische Kleider und geht tanzen. Sei doch froh, wenn sie dir nicht dauernd auf den Wecker fällt. Bist du zum Sitzen gekommen oder was ist? Die Frau ist nicht zu bremsen. Komm, Mutti, darf ich bitten? Wollen wir auch tanzen? Lernt man doch nicht. Ich finde, wir zwei können das ganz gut. Thank you.
Weißt du, das ist nichts für mich. Nicht denken, nur auf die Musik hören. Das kann ich nicht. Sie lieben doch Musik. Lassen Sie sich doch einfach reinfallen. Einfach reinfallen lassen? Ja. Ist doch schon spät. Ach, komm doch. Meine Mutter wartet. Ach, deine Mutter. Das sagst du doch bloß. Ich weiß nicht. Sabine, warum nicht? Ach, lass doch. Ich dachte, du willst das auch. Ja, doch. Aber... Was aber? Nicht so ruckzuck. Nicht, weil der Mond gerade scheint. Magst du mich jetzt nicht mehr? Was du wieder denkst. Ich hab dich doch lieb. Es war sehr schön heute Abend. Wirklich? Ich hätte nie gedacht, dass mir sowas noch mal passiert. Was passiert? Ja, dass ich so ausgehe und tanze. Ist denn das für Sie was ganz Normales? Bestimmt nicht. Obwohl ich nicht ganz so brav bin wie Sie. Ach. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass mir sowas noch mal passiert. Gute Nacht, Herr Kempmann. Gute Nacht, Lotte Riehl. Alles okay, was? Mhm. Aber einen Kaffee hätte ich gern. Schon in Arbeit. Magst du noch Kaffee? Ja. Ja, wie ist denn das nun? Kommen Sie morgen mit nach Verona? Es gibt AIDA. Oh Gott, AIDA. Die spielen das mit richtigen Elefanten auf der Bühne. Aber du hast doch gesagt, dass du mitkommst. Ach Mama, bei der Hitze. Und Thomas hat auch keine Lust. Immer Thomas. Lassen Sie das Grünzeug hier. Jugend gehört zu Jugend. Wir waren doch auch nicht anders. Also bestimmt nicht, Bienchen. Du hast mir das gar nicht zu sagen, Heinz. Ich weiß doch, dass es nichts für die Dauer ist. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn... Wirklich? Eigentlich nicht. Aber... Ach, du, mit deinen Abers. Jetzt hab bloß kein schlechtes Gewissen. Mal ein bisschen glücklich sein, das zählt doch auch. Ach, schlechtes Gewissen. Aber... Eigentlich habe ich das nie ganz begriffen. Bei anderen, wo die sich so reinstürzen. Und diese Verwicklung. Ich mach dir schon keine Verwicklung. Ich weiß. Ich bin ein komischer Kerl, Heidi. Vielleicht gefällt mir das gerade. Zuerst war das anders. Da wollte ich bloß mal probieren, ob ich dich rumkriege. War gerade diese andere Sache vorbei und ich war so down. Aber jetzt mag ich dich wirklich. Ich dich auch, Heidi. Und jetzt ist alles so. Möchtest du ein Brötchen? Eigentlich seid ihr Männer ja alle ein bisschen feige. Nein, nicht alle.
Manchen geht das ja wie's Fingerschnippen. Also die braven, treuen Ehemänner. Und wenn man dich so hört, als ob Treue was Schlechtes ist. Ach, Unsinn. Treue ist was Schönes, wenn man wirklich treu ist. Aber das bist du ja nicht. Also wozu die Verklemmung? Ach, ich weiß ja, dass es nur kurz ist, aber da soll es wenigstens schön sein, oder? Ich habe Glück, Heidi, dass du es bist. Uns gehen mir allmählich auf die Nerven. Er meint's doch nur gut. Die Karten für AIDA hat er auch wieder besorgt. Ja, damit er jemand hat, bei dem er seine Sprüche los wird. Warum sind Sie denn so sauer? Weil ich viel lieber mit dir alleine nach Verona fahren würde. Sie sollen mich nicht duzen. Jetzt tu doch nicht so Lotti, Riel. Ich kann doch nicht mehr Sie zu dir sagen, jedenfalls nicht, wenn wir alleine sind. Ach, ich verstehe dich nicht, Lotti. Morgen noch Verona und dann ist doch sowieso alles vorbei. Müssen Sie... Musst du denn wirklich schon abfahren? Ja. Und du sitzt da und hältst dich an deinen Stricknadeln fest. Das wird ein Pullover für Berti. Immer Berti. Wenn du weißt, was für mich stricken würdest. Das kann ich ja machen. Was denn? Ein Schal für den langen Winter. Welche Farbe? Dumme Frage. Rot natürlich. Krieg ich den? Wenn Sie darauf antworten würden, Frau Hillmeier. Du, Heinz, wird das nun was mit unserem Wochenende? Doch nicht hier. Ach, ist doch lächerlich, das Theater. Hier sind doch keine Wanzen eingebaut. Du, wenn wir dann in den Taunus... Sind die Lieferscheine fertig? Kann eigentlich keiner anklopfen. Seit wann denn das? Seit heute. Also ich finde das langweilig. Doch schön. Draußen sind wir wenigstens mal alleine. Ruderboot finde ich besser. Viel zu anstrengend für so einen laschen Typen wie mich. Sind immer zu rumwirtschaften. Muss man denn immer zu gammeln? Das ist eben unser kleiner Unterschied. Übrigens, ich weiß jetzt, was ich mal mache. Was denn? Kleinen Hausmann. Da musst du aber erst mal kochen lernen. Nicht nötig. Bei uns gibt's jeden Tag Bratkartoffeln. Die kann ich. Ich mag aber lieber Spaghetti. Abgelehnt. Demnächst hauen wir dann ja ab. Nach Indien, ne? Nein, nach Florenz. Ich will den David sehen. Du nicht? Ach, sag mal, spinnst du Florenz? Wir haben doch gar kein Geld. Geld ist doch kein Problem. Ich spiele Gitarre und du sammelst. Oh Gott, meine Mutter. Die ist doch beschäftigt. Hast du eine Ahnung? So beschäftigt kann die gar nicht sein. Danke fürs Fahren. Das war doch besser als mit meinem Campingbus. Ja, ist das heiß hier. Der reine Brutkasten. Sie sind ja ganz rot. Ich krieg auch kaum Luft. Ja, nun, du gib da mal einen Ruck, Mutti. Du hast ja unbedingt den AIDA gewollt. Uff, Frau Riedel, Sie stehen gerade so schön vor der Arena. Bleiben Sie mal so. Und jetzt lachen Sie den Freund Kempmann mal an. Ja. Damit Ihr Mann wenigstens mal sieht, wie vergnügt Sie hier sind. Dann muss sie unbedingt nach Italien. Ich wäre so gerne mal nach Finnland gefahren. Mir ist das ja auch ganz was anderes. Ist das nicht schön? Die Luft steht ja hier richtig. Ja, was denn? Soll sie vielleicht sitzen? Ja, was ist da, der berühmte Balkon von Romeo und Julia? Das war die Nachtigall und nicht der Sturm. Ich hab nicht schon wieder so ein Stussquatsch. Immer dasselbe. Bei der Hitze hat sie ja keinen Humor mehr. So, Mutti, jetzt bestellen wir dir erstmal was ganz Kaltes zum Trinken. Ich kann nun mal die Hitze nicht vertragen, Kurt. Ja, ihr Herz spinnt manchmal ein bisschen, wissen Sie, da muss man schon aufpassen. Naja, es wird ja bald kühler. Mir ist so schlecht. Und dann 3-4 Stunden Oper. Kurt, ich stehe das nicht durch. Als ob ich das nicht geahnt hätte. 50 Mark haben die Karten gekostet, nein. Mit dir hangen, mit dir baumelt. Nu regt er nicht auf, Mutti, komm, dann fahren wir eben nach Hause. Pfeift doch auf die AIDA, die haben wir sowieso auf Platte. Dann fahren wir mit. Nee, nun bleiben Sie mal schön hier. Kempmann, Sie könnten doch die Karten verkaufen. 50 Mark, das ist ja nur schade drum.
Sie können auch ruhig mit dem Preis noch ein bisschen runtergehen. Hauptsache, weg damit. Auf Frau Braun. Keiner aus deinem Dorf da. Signorina, una rosa, per favore. Grazie. Notte. Quante cose? Danke. Grazie, signorina. Wenn mir das jemand vor 14 Tagen gesagt hätte. Immer noch ein schlechtes Gewissen? Ich glaube nicht. Es ist nur so ungewohnt. Heute Morgen habe ich mit zu Hause telefoniert. Und als ich danach wieder draußen stand, da war ich plötzlich so wahnsinnig glücklich. Wirklich? Glücklich, dass wir uns getroffen haben. Morgen ist ja sowieso alles vorbei. Da fährst du weg und ich ja auch bald. Und das ist auch gut so. Aber das hier, das ist so schön. Das kann mir keiner wegnehmen. Himmelgerd, ich rede solchen Quatsch. Und in 20 Minuten fängt AIDA an. Musst du da unbedingt hin? Ja. Was ist denn nun mit Florenz? Wir können doch in der Jugendherberge übernachten. Das ist doch nicht teuer. Da ist doch sicher alles voll. Florenz im Juli. Dann riskier doch mal was. Ach, meine Mutter lässt mich gar nicht erst weg. Sag doch einfach nichts. Wie? Pack ein paar Klamotten zusammen und morgen früh, wenn sie badet. Mann, das bringt's mal wieder voll. Dann gibt's wenigstens kein Trouble. Du schreibst einen netten kleinen Brief. Liebe Mama, wir machen einen Trip nach Florenz. In 3 Tagen sind wir wieder da. Klammheimlich abhauen, damit es kein Trammel gibt? Mann, Thomas. Komm, Lotherieux. Geht, ich weiß nicht. Wie alt bist du eigentlich, ne? Das weißt du doch. 18. Ancora una camera con bagno. Certo, signore, con bagno. Per 36 mi dai documenti? Grazie. Prego. Grazie. Gestern gegen 8, da ging bei Ihnen wieder das Telefon. Und ging. Ich habe gleich gesagt, das ist bestimmt die Frau Riehl. Sie weiß doch, dass ich jetzt immer lange im Geschäft zu tun habe. Da könnte sie eigentlich gleich da anrufen. Das höre ich ja nicht, wenn ich in den Verkaufsräumen bin. Also, so nachts allein zwischen all den Möbeln rumlaufen, ich würde mich fürchten. Ja, du wohl, aber der Herr Riehl doch nicht. Er ist doch das gewohnt. Ein langer Arbeitstag. Das ist jetzt bloß so, weil alle Urlaub haben. Fast das ganze Personal. Ja, und Ihre arme Frau?
wenn die sie nie erreicht? Heute Morgen hat's ja geklappt. Alles in Ordnung? Ja, sicher. Warum nicht? Die fühlen sich wohl da in der Sonne. Und kommen schön braun zurück und Sie sind ganz kaputt. Lass doch. Tja, ich muss jetzt gehen. Also, wenn das Öl morgen früh kommen sollte. Wird alles erledigt. Und wenn Ihre Frau zurück ist, kommen Sie mal zusammen. Und tun Sie, was ich gesagt habe. Wenn Sie jetzt doch noch Urlaub kriegen, dann fahren Sie einfach hin. Ach, die paar Tage, das lohnt sich doch nicht. Sowas lohnt sich immer. Na, und Ihre Frau, wie die sich freuen würde. Komisch. Früher habe ich immer gedacht, eine Frau, die fremd geht. Das Wort klingt schrecklich. Aber so wird es doch genannt. Vielleicht kannst du dir das gar nicht vorstellen, Gerd. 20 Jahre und die Kinder und einkaufen und sauber machen und rechnen und die Wäsche waschen. Und so wahnsinnig viele Lichtpunkte hat es ja auch nicht gegeben. Und jetzt ist es so, als ob ich einfach mal weggeflogen bin. So einfach weg. Wie du dich verändert hast. Wie denn? Als du angekommen bist, da habe ich gedacht... Was? Na, was wohl? Eine Hausfrau, eine ganz brave. Wie du da gesessen bist mit deinem Strickzeug und deinem Kreuzworträtsel. Und dann bist du aufgegangen wie... Wie eine Rakete. Nein. Wie ein Luftballon. Einer, der wegfliegt. Du, Gerd? Mhm. Fährst du wirklich schon morgen? Am frühen Nachmittag. Und dann werden wir uns nie wiedersehen. Vielleicht doch. Ich würde gerne. Auf keinen Fall. Ich möchte das nicht. Traurig. Du nicht? Doch. Wenn man sich trifft und dann wieder weggeht. Trotzdem. Ich bin trotzdem so froh. Du, Gerd? Ja. Ich sag jetzt vielleicht was Schlimmes. Ich möchte jetzt zurück. Wie? Zu Sabine. Mitten in der Nacht? Aber wir wollten doch erst morgen früh. Ja, das habe ich vorhin gesagt, aber das geht nicht. Was soll die denn denken, wenn ihre Mutter nicht nach Hause kommt? Die ist doch nicht blöd. Eben warst du noch ein Luftballon. Und das nächste Wort ist Sabine. Versteh das doch. Das sind doch zwei Paar Schuhe. Ich kann doch nicht alles kaputt machen. Drehst du dich mal um? Ach, Lotti Riel. Ihr kommt doch besser, oder? Schuhe bitte. Ecco il suo passaporto. Grazie. E l'ha ricevuto? Das Auto ist weg. Was? Das Auto ist gestohlen. Cos'è successo? Macchina, gestohlen, weg? È impossibile, a Verona. Non è possibile. Ich wollte dir nur noch gute Nacht sagen. Ich dich auch. Schlaf schön. Ecco la copia del verbale, signore. Passi domani al comando. Du sollst morgen auf die Präfektur kommen, da wird dann alles protokolliert. Du kriegst eine Bescheinigung, das ist wichtig für die Versicherung. Grazie, signore. Prego.
Lotti, das wird sich doch alles einrenken lassen. Wie denn? Mein Mann, was soll ich denn bloß meinem Mann sagen? Das wird sich finden. Finden? Was denn? Einmal macht man was, einmal und gleich... Aber ich bitte dich, Lotti, das hat doch nichts mit der Strafe des Himmels zu tun, sondern höchstens was mit Italien. Gerd, was soll ich denn jetzt bloß machen? Erstmal ausschlafen, das hilft. Komm, wir gehen wieder ins Hotel. Ich will jetzt weg, ich will zu Sabine und wenn ich zu Fuß gehe... Aber du brauchst doch nicht zu Fuß gehen, Lotti, wir nehmen ein Taxi. Und morgen bringe ich dich zur Polizei und dann werden wir alles regeln. Hm? Ich denke, du musst weg. Ich lass dich doch nicht hängen. Ich bleib noch einen Tag länger. Und wie soll ich jetzt die ganzen Sachen nach Hause bringen? Na, wie wohl? Die nehme ich mit. Die packen mir meinen Bus und dann gebe ich die in München als Fracht auf. Hm? Nun lach doch mal wieder, Lotti Riehl. Unser Auto, wo denn? In Verona. Verona. Ich hab's ja gleich gesagt. Diese bescheuerte AIDA. Wie ist denn das passiert? Und das habe ich dir doch gesagt, in Verona. Als du in AIDA warst? Nein, wir haben gegessen. So spät? Ja, warum denn nicht? In Italien essen du alle... Du und Kempmann. Was du alles fragst. Natürlich Kempmann und ich. Wer denn sonst? Ihr esst und inzwischen wird das Auto geklaut. Wann war denn die dämliche AIDA aus? Das weiß ich nicht. Wir waren gar nicht da. Aber ihr seid doch deswegen extra hingefahren, denke ich. Ja, ich weiß. Aber wir sind nicht reingegangen. Es war Sonnehitze den ganzen Tag. Und Frau Braun ist sogar schlecht geworden. Kempmann und ich, wir haben miteinander geredet. Da hatte ich keine Lust mehr. Du hattest doch auch keine Lust. Wann war denn das? Wann haben die denn das Auto geklaut? So gegen eins. Wir wollten gerade nach Hause fahren. Du warst nicht mehr da. Stark. Ich muss jetzt noch mal nach Verona, zur Polizei, wegen der Versicherung. Mein Papa, der flippt aus, wenn er erfährt, dass du mit Kindmann in Verona warst. Mama, ich komme mit. Ich sage der Polizei, dass ich mit dir in Verona war. Wegen Papa. Danke. Sag mal, Mama, hast du dich in Kempmann verliebt? Sabine. Jetzt hör bloß auf mit deinem ewigen Sabine. Vielleicht. Ein bisschen. Und Papa? Papa, das hat doch nichts mit Papa zu tun. Ja, lässt du dich jetzt von ihm... Aber was du dir so denkst. Ich hab gedacht, wenn sowas passiert... Was stellst du dir denn eigentlich vor? Ich bin doch keine... Ich bin doch kein Luftballon, der einfach so wegfliegt. Luftballon. Das stammt nicht von mir. Sei mal ehrlich, Mama. Liebst du Papa oder bist du bloß mit ihm verheiratet? Jetzt fängst du auch noch an. Papa und ich. Mein Gott, du kennst ihn ja. Aber das ist nun mal mein Leben. Und Kempmann? Das... Du fragst zu viel. Das war Urlaub. Du Mama... Eigentlich finde ich das unheimlich toll. Toll? Naja, dass du... Ich habe immer gedacht, wenn man erstmal so alt ist wie du, so über 40, dann spielt sich nicht mehr viel ab mit Liebe und so. Also ehrlich, ich finde das irre, dass dir sowas noch passiert. Ach, Biene. Sei du mal erst so alt wie ich. Dann findest du dich gar nicht so alt. Nun machen Sie mal keine Sorgen, Chef. Wenn die Küchen kommen, ich pass schon auf. Bin ja gut erholt. Herr Borowski, Sie machen das schon. Mein Gott, ich habe den Urlaub auch nötig. Also, es wird schon schief gehen. Frau Hillmeier weiß ja auch Bescheid. Solange sie noch da ist. Also, schöne Ferien, Herr. Danke Ihnen. Das Mal muss noch beantwortet werden. Und damit hätten wir es. Feierabend. Ich habe Bier kalt gestellt. Tut mir leid, Heidi, heute Abend nicht. Ich muss unbedingt was im Garten tun. Wir sind dann doch ein ganzes Wochenende zusammen. Holst du mich morgen auch nicht zu spät ab? So wie das Öl gekommen ist. Der hat es schon die ganze Woche versprochen. Du, ich freue mich so. Ein ganzes Wochenende. So, das wär's. Der bringt Ihnen das Zeug schon sicher in die Heimat. Kinder, die Stunde des Abschieds schlägt. Also noch schöne Tage. Gute Reise, Herr Kempmann. Und fahren Sie vorsichtig. Vielleicht treffen wir uns mal irgendwo. Die Welt ist ja klein. Das wäre doch gelacht, wir zwei ollen Camper. Gott, red nicht so viel. Andere sind auch noch da. Alles Gute. Schöne Tage in Florenz. Danke. Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, Lotti Riel. Denk an mich. Lass es dir gut gehen. Kriege ich den roten Schal? Vielleicht. Hier, die Arena von Verona. Zum Andenken. Ein Schlüsselanhänger? Du brauchst nur noch ein neues Auto dranhängen. Tschüss! Wiedersehen. Bringen Sie wirklich gerne zum Zug? Nein, nein, das macht der Thomas mit dem Wagen von seinem Vater. Schaffen wir das überhaupt noch? Leicht. Die paar Kilometer. Das war's. Versuch doch noch mal bei Papa anzurufen. Komisch, dass der nie da ist. Was Berti wohl macht. Willst du nicht doch lieber mitkommen? Ach, Mama. Ja, ja, ich weiß. Pass mal auf. In einer Woche bin ich ja spätestens zu Hause. Wenn ich ganz lieb und lerne. Ich mach ein First-Class-Abi. Habt ihr nicht immer solche Angst um mich? Ach, da kommt Thomas. Schon halb sechs, Heinz. Tatsächlich? Du hast wirklich die Ruhe weg. Ist doch schön im Wald. Wir müssen doch noch ein Hotel suchen. Was hast du denn bloß? Ist schon den ganzen Nachmittag so komisch. Ich habe eine Karte gekriegt heute Morgen von meiner Frau. Musst du mir das unbedingt jetzt erzählen? Eigentlich war die Karte von Sabine. Sie hat bloß herzliche Grüße Lotti drunter geschrieben. Na und? Ob sie krank ist? Ach. Ich habe so ein blödes Gefühl, als ob ich dahin müsste. Na denn, los. Jetzt bist du gekränkt. Natürlich. Warum sind wir denn überhaupt erst losgefahren? Weil ich gedacht habe, ich habe mich doch auch gefreut, Heidi. Wirklich? Neulich, als sie angerufen hat, ihre Stimme klang so anders. Vielleicht, weil ich dauernd nicht da war. Ich werde dieses verdammte Gefühl nicht los. Meinst du, ich habe mich nicht gefreut? Du mit deinen Gefühlen, als ob ich überhaupt nicht zähle. Ach, das ist doch Quatsch. Es war doch ganz schön mit uns, Heinz. Warum konntest du denn nicht bis zum Schluss? Okay, fahr nach Italien. Aber essen können wir doch vorher noch. Sachen haben die hier. Das habe ich mir immer schon mal gewünscht. So ein richtig tolles Restaurant. Preise sind das. Nett, dass du mich einlädst. Zum Abschied. Haben die Herrschaften schon gewählt? Für mich ein Omelette mit Champignon und ein Bier. Und du? Ja, ich hätte gern eine Suppe, eine Schildkrötensuppe, Lady Curzon und danach einen Krevettencocktail. Nein, lieber den Lachs mit Dill. Und dann das Pfeffersteak. Und Salat dazu? Ja, gerne. Möchten Sie etwas trinken, Monika? Ich glaube, einen Wein, einen trockenen. Suchen Sie mir was Gutes aus. Du hast doch bei mir auch immer was Gutes zu essen gekriegt, oder? Ich hatte mich so gefreut auf diese zwei Tage. Heidi,
Es tut mir alles so leid, Heidi. Doch, ich will das jetzt mal sagen. Dass du mich mochtest. Eine Frau wie du, das war etwas ganz Tolles für mich. Das hast du mir nie gesagt. Nicht so, dass es toll für dich war. Ich bin nur nicht geeignet für sowas. Wahrscheinlich habe ich alles ganz falsch gemacht. Von dir müsste man eine Menge Lehm abklopfen, so rundherum. Alles, was da so festsitzt. Würdest du echt gut werden. Wirklich? Doch, da steckt was drin. Ach, das ist doch alles längst gelaufen. Ich hätte dich in Ruhe lassen sollen. Oder ich dich. Das schmeckt wunderbar. Probier mal. Immer bloß in Ruhe gelassen werden. Was soll man damit? Wirklich ausgezeichnet. Hätte ich mir auch nehmen sollen. Weißt du, manchmal habe ich gedacht, du hättest bloß mit mir, naja, weil ich eben gerade da war, sozusagen als günstiges Angebot. Da irrst du dich aber. Ich war von Anfang an so ein bisschen scharf auf dich. Natürlich dann die Gelegenheit. Heinz, für mich war es auch schön. Das musst du doch gemerkt haben. Herr Ober, eine Flasche Champagner. Wieso Verona? Wieso haben Sie denn in Verona das Auto geklaut und so spät? Ja, so spät war es doch gar nicht. Du bist heute viel später nach Hause gekommen. Wir reden jetzt vom Auto. Wo warst du überhaupt? Ich habe schon aus Frankfurt versucht, dich anzurufen. Ich bin eben auch mal weggegangen. Verona, liegt das etwa am Meer? Also jetzt bluster dich doch nicht so auf, Heinz. Das war wegen AIDA. AIDA? Wieso AIDA? Na ja, die Festspiele.
Da sind wir hingefahren, Sabine und ich. Was will die jetzt eigentlich noch allein in Florenz? Die ist ja gar nicht alleine da. Nicht allein? Mit wem denn? Mit so einem jungen Mann. Sehr netter Mensch. Thomas heißt der. Ein junger Mann? Meine Tochter? Biene ist auch meine Tochter. Auto geklaut. Und meine Tochter zieht mit dem Kerl los. Das Auto ist doch versichert. Und deine Tochter ist ja auch versichert. Sabine wird 18, Heinz. Die ist ihre eigene Versicherung. Das wird sie sein. Ja. Heinz, ich warte so auf deinen Anruf. Willst du mir heute gar nicht gute Nacht sagen? Heinz. Das ist wohl für dich. Hallo? Das musst du doch verstehen, Lotti. Du isst doch bloß nicht immer, sag doch mal was. Ich hab hier so allein rumgehangen und dann ist das ganze Zeug aufgetaut und ich hab mich fast vergiftet. Verdammt doch mal, Lotti, jetzt mach keine Tragödie daraus. Das hat doch gar nichts zu bedeuten. Nichts zu bedeuten. Sagen am Schluss wahrscheinlich alle. Versteh das doch. Ach, ein Mann? Jetzt sag bloß noch, für einen Mann ist das ganz normal. Männer, die... Was würdest du wohl sagen, wenn ich? Na, hör mal, eine Frau, das ist wirklich was anderes. Hör doch nicht so Quatsch, Lotti. Quatsch? Was heißt hier eigentlich Quatsch? Wenn es für dich ganz normal ist? Willst du etwas sagen? Ach, Unsinn, ist doch bloß theoretisch. Na also, dann sag doch nicht sowas. Bist du denn immer noch nicht satt? Es ärgert mich bloß. Na klar, verstehe. Dass jemand so etwas sagt, nichts zu bedeuten. Ich finde das so gemein. Das war doch irgendwie schön. Und wenn hinterher... Hey, sie hat das ja gewusst. Von Anfang an. Da brauchst du ja gar keine Sorgen zu machen. Gewusst. War es denn gar nichts für sie und für dich? Also da komme ich nicht mehr mit. Was willst du eigentlich, dass ich alles stehen und liegen lasse und zu ihr renne? Es hat doch etwas zu bedeuten, wenn zwei Menschen... Die Ehe hat Inge einmal gesagt, ist wie ein alter, gemütlicher Filzpantoffel. Meine Freundin Inge soll ihre Sprüche gefälligst für sich behalten. Ist eben mal rausgeschlupft aus deinen Filzpantoffeln. Naja, aber sag nicht, dass es nichts zu bedeuten hat. Lotti, du musst mir einfach glauben. Ach, Heinz, ich glaube, dass du da bist und ich auch und dass wir beide. Aber sag nicht, dass es nichts zu bedeuten hat. Es hat schon etwas zu bedeuten. Es ist nur nicht so wichtig. Wir hatten doch eigentlich vor, noch ein paar Tage zusammen wegzufahren. Willst du das jetzt sehen? Schwer. Aber du hinkst ja. Was ist denn passiert? Bloß der große Zeh. Der Zeh? Da ist mir bloß was draufgeknallt. Der ist bloß ein bisschen gebrochen. Gebrochen? Das riecht ja hier so nach Kuchen. Hast du etwa gebacken? Ja, Streuselkuchen. Aber der Zeh. Mann, Streuselkuchen. Streuselkuchen macht mich unheimlich an.